Und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tropico, wie ich im letzten Video schon gesagt habe. Werde ich keine Sandbox mehr machen, sondern wir spielen die Kampagne. Natürlich, Weltverändern, die Hauptmission. Mit der Familie Mendoza. Nicht mit Castro. Oh, Castro wollte ich machen. Scheiß, egal. Es gibt Menschen, deren Namen zu und Familiendynastien ganze Jahrhunderte überdauern. Ja, natürlich. Das stimmt. Das neue muss Welt, sein. Neue Möglichkeiten, keine Grenzen. Meine Insel kann alles werden, was ich bin. Sie könnte ein Bauernparadies sein, mit Feldern bis zum Horizont und prall gefüllten Marktplätzen. Oder sie könnte eine Wiege der Industrie sein, mit Schornsteinen bis in den Himmel und Häfen, an denen Schiffe exotische Waren verladen. Oder sie könnte der Himmel auf Erden sein, ein Magnet für Reisende aus aller Welt, die hier Spaß und Zerstreuung finden. Sir, wir liegen an, Sir. Das muss ich gerade machen. Wegen der GEMA. Im Moment ist sie nur ein bettelarmes Stück Land inmitten des Schweres. Ach, nee. An die Arbeit zu gehen. Mendoza übernimmt die Insel. Castro konnte nicht. Ich nehme Bayo. Sorry, wenn ich da gerade reinsprechen muss. Oder weil ich. Das geht immer nicht. Die Karibik. Oh, blühendes und wildes Land, meine neue Heimat, schön und voller Reisung, ein neuer Start, weg von der Politik der alten Welt, eine Chance, ganz von vorne anzufangen und die Dinge so zu tun, wie ich es will. Ich habe das rechte Wetter. Nein, habe ich jetzt keine Lust drauf mehr. In der Südantikküche. Willkommen in der Karibik. Ach, schon wieder. Also ich muss mal forschen. Nee. So. Alles schon mal verteilt. Als erstes bauen wir natürlich eine Bibliothek. Weil ist immer das Wichtigste in diesem Spiel. Eine Bibliothek. Und dann bauen wir aber sofort eine Molkerei, damit ich schon mal Geld verdiene mit meinen Mitteln zum Zweck. Mit Milch. Milchreis ist lecker und nervvoll. Und deswegen verkaufen wir das jetzt auch. Deswegen bauen wir da auch ein paar von, damit wir richtig Asche machen. Ja, ich brauche Asche, und zwar richtig Asche. Ich habe keinen Bock am Anfang direkt zu verkacken wegen der Krone oder so. Die Krone ist ein A-Loch. Ne, ein B-Loch. So. Das war wieder so ein richtiger Fabian-Witz. Ein richtiger schlechter. Wieder am Palast vorbei. Und ein Palast hinter dem Palast ist wie immer nur eine Straße. Oh, ich muss Wohnhäuser bauen. Aber meine Bürger müssen ja auch noch wo leben. Ja, das wollte ich halt fast vergessen. Dass meine Bürger noch leben. Oh Gott, Alter, jetzt muss ich Spanisch sprechen. Nee. Spanisch ist jetzt schon. Ich bin nicht in der Schule mehr gerade. Ja, scheiße, da muss ich die Straße blöd anbinden. Ach, stimmt ja. Den Deal. Grüße, mein Lieber. Ich habe heute. Holländer. Die Holländer sind super. So. Wohnen. Seine Majestät braucht Geld. Stopp. Dann nennen wir das Saatgut auf Zucker. Ja, ändern. Dann hat er seine Farben. Und ich meine Aufgabe geschafft. Seine königliche Majestät hat mir aufgetragen. Ja, und dann ändere ich das hier wieder um.
in Mais. Ganz einfach. Pech gehabt, Krone. Ich bin hier der Meister und nicht hier. So. Oh Gott, ich muss jetzt mal den Palast. Ne, Taktiker. Aber hier, ne, hier kommt ein, da, genau der Typ hier rein, weil, hier kommen wir ein paar Häuser, jetzt hier, mach die Gegend schön, ach, ich hab übrigens was vergessen zu bauen, Unterhaltung, ja, ich bin hier nicht hier, es ist Unterhaltung, die dumm ist. Ja. Ich möchte mal keinen Köpf genannt. Boah, die fühlen sich doch irgendwie wie die letzten Mongos. Ja, aber hinten nehmen die Reichen. Die hinten arbeiten die Netten. Boah. Die am Hafen kriegen immer genug. Die sind aber nicht reich. Ja, ist aber so. So. Und die Häuser werden alle mindestens auf den Standard gesetzt. Alter, geht doch da rein. Ich muss studieren, Alter. Ich studieren, die Leute. Selten ist wieder reichen wieder. Oder ich gebe mir einfach ganz viel Geld. Wenn man Geld riecht, ist immer so, kommen die Leute. Ist in der Firma auch. Seine Majestät hat die besten Architekten. Ach, jetzt will er doch die Zuckerfabrik. Und, Seine Majestät hat die besten Architekten ein. Oh, jetzt brauche ich echt die Zuckerfarm. Scheiße. Oh nein. Wo ist denn das nächste Schiff? Ich sollte mal schon mal hier auf. Nicht auf Zucker gehen. Den ich nicht besitze. Vielleicht ihn einfach ausgetragen. Weil ich es umgeändert habe, wieder von der Krone weg. Ja, Schgeigen. Und was darf es exportieren? Mais! Schneller! Das ist zu wenig. Stopp. Wir sind die Schatten, die die Welt weckt. Ah, dann gewinne ich die Mission. Ich dachte, das war zu wenig Geld. Unser Schuhkommando. Unser Land ist ungezähmt und wild. Bauen Sie zwei Wachtürmchen. Die baue ich. Was Unser dafür? Land ist ungezähmt ach. Und wild. Rebellen. Ach so, nicht Rebellen. Okay. Käse jetzt schon? Das freut mich aber dann, wenn ich jetzt schon Käse hab. Jetzt schon Käse. Mit Käse kommst du immer weit. Es werden hier echt viel Sachen hochgebaut. Auf eigenen Füßen zu stehen. Ja, verfügen sie über viel Geld. Tu ich überhaupt nicht. Sie sorgen sich immer noch um so Trivia. Alter. Der Penner hat mir gerade richtig Asche in den Arsch gedrückt. Das nächste Mal hilft der Orden, glaube ich, wirklich nicht. Und triviale Dinge wie Crash, ja natürlich. Soll ich denn sonst, um was soll ich mich sonst kümmern? Für 50? Für guten Job. Alter. Der Typ ist ja nett mal. Also ich kann jetzt auch hier Fische machen. Ja, Fische kann ich auch machen. Ich kann gerade alles machen. Ja, ganz einfach. Guck mal, ganz viele Häuser entstehen soweit. Jetzt müssen nämlich die ganzen blöden Häuser hier hin. Nicht mehr die ganzen Abendbesiedlungen sein.
Hallo. Ihr könnt jetzt alle wo wohnen, ihr Penner. Seht doch mal um. Seht um. Jemand hat mein Manuskript gestohlen. In die normalen Viertel. Die extra gebaut werden, Moment. Ihr Hunde. Ach, da werden zwei Wachtürmchen gesetzt. Ah, kann ich mir gerade leisten, ja, ein Bergwerk kann ich mir gerade sogar leisten. Dann kommt nämlich übers Eisen auch noch mal ein bisschen Geld rein. Dann freut mich das nämlich auch. Ich kann Gold exportieren. Ich muss übrigens Zucker importieren mal. Oder ich muss die Farm mal hier gleich mal umbauen. Auf Zucker. Hab ich jetzt nicht auf alle Farmen ausgemacht. Ja, die verdienen überall. Hoffentlich das Geld. Ach. Ach, schon das Rinder. So, jetzt kommt da alles, kommt da ein bisschen mehr Geld rein. So. Die Last des Regieren. Bauen Sie noch. Die Last des Regieren. Als eine Kolonie der Krone stehen wir in einem Wettbewerb. Nichts. Sein ganz einfach, ich zahle dir nichts. Ich zahle der Krone nicht. Oh, die ist feindlich jetzt schon. Ich zahle der Krone nichts, Alter. Was wollen die denn von mir? Die können mir mal die Füße ganz, ganz weich knutschen. Die Arschgeigen. Und der erste Turm ist fertig. Und der großartige Neu. Und der zweite Turm ist auch so fröhlich. Und der dritte Turm ist auch. Dank ihrer Mühen wächst die Revolutionsbewegung. Ja, ah. Könnt ihr bis nochmal ein paar Häuser bauen? Ganz einfach. Mal wieder ein Haus bauen, damit hier wieder meine ganzen Bürger wieder irgendwo unterkommen und nicht auf der verschissenen Straße wohnen. Usche. Hoffentlich hört man mich noch gut genug. So. Was möchte ich denn handeln jetzt? Mit Eigenkrallig. Exportieren. Alter Freund, der König ist äußerst aufgebracht. Es wird nicht einfach. Ah ja, dann seine Hilfe noch Geld. Dem Hund. Wieso? Oh, das ist zu wenig Geld sogar drin. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das ist zu wenig Geld drin. Ich muss mehr exportieren. Wirklich viel mehr. Ach, die Krone hat mir Geld überwiesen. Die Homos. Ne, ist doch gerne von mir. Großartigen. Da müsste ich doch nicht haben. Oder? Oh, stopp. Da muss ich das Saatgut jetzt echt mal auf Zucker ändern. Und jetzt nochmal für die Leute hier. Nochmal noch eine Maisplantage hier hinsetzen. Weil der Wichser mich will, dass wir hier noch Mais anbauen. Noch ganz viel Zeug explodieren. So und so. Und hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tropico, wie ich im letzten Video schon gesagt habe. Werde ich keine Sandbox mehr machen, wir spielen die Kampagne. Natürlich, weil verändern die Hauptmission mit der Familie Mendoza. Nicht mit Castro. Oh, Castro wollte ich machen. Scheiß, egal. Es gibt Menschen, deren Namen und Familien, Dynastien ganze Jahrhunderte überdauern. Ja, natürlich. Das stimmt. Das muss sein. Neue Möglichkeiten, keine Grenzen. Meine Insel kann alles werden, was ich will. Sie könnte ein Bauernparadies sein, mit Feldern bis zum Horizont und prall gefüllten Marktplätzen. Oder sie könnte eine Wiege der Industrie sein, mit Schornsteinen bis in den Himmel
und Häfen, an denen Schiffe exotische Waren verladen. Oder sie könnte der Himmel auf Erden sein. Ein Magnet für Reisende aus aller Welt, die hier Spaß und Zerstreuung finden. Sir, wir liegen an, Sir. Das muss ich gerade machen. Wegen der GEMA. Im Moment ist sie nur ein bettelarmes Stück Land inmitten des Meeres. Ach nee. An die Arbeit zu gehen. Mendoza übernimmt die Insel. Castro konnte nicht. Ich nehme Bayo. Sorry, wenn ich da gerade reinsprechen muss, oder? Weil ich... Das geht immer nicht. Die Karibik. Oh, blühendes und wildes Land. Meine neue Heimat. Schön und voller Verheißung. Ein neuer Start. Weg von der Politik der alten Welt. Sie. Eine Chance, ganz von vorne anzufangen und die Dinge so zu tun, wie ich es will. Sie. Ich habe das schlechte Wetter. Nein, habe ich jetzt keine Lust drauf mehr. In der Südantikrieg. Willkommen in der Karibik. Ach, schon wieder. Also, ich muss mal forschen. Nee. Wir haben soeben. Nee, ach, nicht den Reichen. Jetzt kann da mal Reiche geworden. Wohnqualität 100. Arm muss es denen nicht geben. War nicht reich, aber. Auch keinen armen Barkeeper. Ja. So. Wie viel zeige ich mal? Präsidente, Bildung ist wichtig. Warum? Sie darf. Aber jeder hier verdient ist nur genug Geld. Ach, da hinten. Ach. Ah, nee. Arme Leute mag ich nicht. Doch eigentlich schon, aber. Aber nicht auf meiner Insel. Da müssen sie reich sein. Boah. Das meine ich 7000 schon. Ach, schon wieder 40. Okay. Der eine Typ könnte echt. So. Wie viele Häuser muss ich noch bauen? Damit der eine Typ da nochmal zufrieden war. Nein, den ich erschießen will. Zwei, drei Häuser. Ich saß neulich. Viele Menschen opfern ihr Leben für ihre Ideale. Sie müssen da. Das muss ich bereit sein. Ins aufs Maul hauen? Ja, das bin ich mal befreit. Erst aufs Maul hauen und dann reden. Ich meine, fragen. Das ist eine Devise. Die kommt immer gut an. Ich frag mich auch mal warum. Raufhauen und dann erst labern. Ist immer gut. Ist wirklich immer gut. Jetzt bauen wir erstmal ein bisschen auf. Da kann wieder ein armer Barkeeper drin wohnen. Ja. Sieht aus, als wären die vergrabenen Schätze. Ja, besitzt du. Unsere Bergmänner haben einen merkwürdig geformten Erzklumpen entdeckt. Wenn man die Augen... Ja, so, damit der Haar auch was zu lachen hat. Na. Ich sehe, dass die Häuser fertig sind. Ja, natürlich sind die Häuser fertig. Die Last auf eigenen Füßen zu stehen, ist eine Tugend, die mir sehr am Herzen liegt. Autarkie sollte das Ziel jedes Landes sein. Ja. Ist sie ja bei mir auch. Wir haben da nicht so viel Schulden. Ja, wirklich, wären da nicht so ultra viele Schulden. 100.000 heulende Höllenhunde, Präsidente. Wir haben eine Krise und müssen schnell handeln. Ja, ist so. Oh Gott. Bis Königstreuen, die freuen sich immer, oder was? Ich
schlechter Ruf, aber die freuen sich über sowas. Wenn die. Ja, ist mir scheiße. Also, oh, nicht so rumschreien. Will ich die Mission heute nur durchspielen? Ich glaube nicht, oder? Ah, Tropico Folge 10 schon war. Ja, freue ich mich halt sogar. Ich brauche eigentlich auch noch Sachen. Ich hätte sie extra. Das kommt Montag. Ja, ich muss. Ja, ich muss das gerade alles hoch. Noch alles sozusagen. An den Kinderschuhen läuft alles hier noch. Oh, Geld. Ich habe wieder Geld. Ich möchte nämlich echt nicht, dass meine Leute auf dem. Im Bazar oder so tanzen müssen. Also Türkenbazare? Nee. Ah, nein, das ist gut. Auch der Zucker ist super gut. Na. Alter, kommt das jetzt echt, ja? Ich höre das gerade im Hintergrund, ey. Na. Guck mal, echt im Hintergrund, ey. Ich will das einfach nur antrellern, voll cool. Da kommt schon das nächste Schiff. Da will ich schon wieder Geld abholen. Alter, so viel Geld habe ich nicht. Ich habe nur Perlen, Fleisch und alles drum und dran. Kauf einfach nur mein Zeug. Passt immer Geld. Geld ist immer gut. Sag ich wirklich immer, Geld ist immer gut. Wir, die Deutschen, Anführer. Nee. So. Ich glaube, das war's mal für eine Folge. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den anderen Videos, die ich gemacht habe. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Happy Fabian.